Hey Leute und herzlich willkommen bei Hardware Deals. Heute zu einem ganz besonderen Video und zwar nehme ich euch mit hier in mein Studio bzw. mein ehemaliges Wohnzimmer und im Endeffekt geht es heute um dieses wunderschöne Teil hier. Ich denke, die meisten von euch können sich wahrscheinlich noch an diesen PC erinnern. Das ist der sogenannte Oettinger PC, Bierkasten PC. Er ist auch bekannt als Hardware-Rats Gaming PC und ja, der Gute ist schon auf dem Weg hierher. Der kommt heute tatsächlich vorbei, diesen PC abholen und ich bin schon echt gespannt, wie er reagieren wird, wenn er das Teil das erste Mal in echt sieht. Und dabei soll es natürlich nicht bleiben. Wir beide haben was absolut Gestörtes und Dummes mit dem PC geplant. Ich denke, wir werden es wahrscheinlich in den Titel schreiben. Und ja, wir wollen in diesem PC tatsächlich eine Bierwasserkühlung einbauen. Und aus dem Grund haben wir die Jungs von Alpha Cool. Grüße gehen an der Stelle auf jeden Fall raus. Das sind echt coole Jungs. Die haben hier ein bisschen B-Ware von sich zugesendet. Das sind alte Teile von Wasserkühlungen. Die haben ein paar Schönheitsmängel und so weiter. Und ja, die eignen sich, denke ich, perfekt dafür, hier eine Bierwasserkühlung einzubauen. Ja, das ist schon ziemlich lustig. Meine erste Custom-Wasserkühlung wird direkt eine Bierwasserkühlung. Wer hätte es gedacht? Und ja, ich glaube, das wird ziemlich lustig. Ich habe keine Ahnung, ob es funktionieren wird. Mich hat jedenfalls der eine Kollege von Alpha Cool einen Tag, nachdem ich ihm das Projekt geschildert habe, angerufen und hat gemeint, ich habe mit allen Leuten in der Technik geredet. Macht es auf gar keinen Fall. Die haben alle davon abgeraten. Die Pumpe macht es nur 2 Minuten mit. Das wird überlaufen, das wird schäumen. Und ich denke mir, ja, ich denke, wir werden es jetzt einfach ausprobieren und entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht, dann ist Hardware-Rats neuer Gaming-PC halt zerstört. So Leute, jetzt schaut mal, wer mich hier besuchen gekommen ist. Der gute Hardware-Rat in seiner Standardpose und auch direkt schon ein Premium-Bier für ihn hier am Start. Die Sache ist nämlich, er hat mich ein bisschen versetzt und wir haben jetzt schon nach 16 Uhr, deswegen dürfen wir uns jetzt auch direkt ein Bier gönnen. Oh ja. So, die Sache ist, wir fragen uns jetzt schon seit ungefähr einer Minute, wie ich das hier anmoderiere. Und er hier hat gerade sehr sexuelle Gesten von sich gegeben. Jedenfalls, hier ist schon dieses wunderschöne Stück, ihr kennt ihn alle. Den sogenannten Oettinger Bierkasten-PC, auch bekannt als Hardware-Rats-PC. Und ich hätte gesagt, wir tun das gute Teil jetzt mal anschalten, oder? Probieren wir das mal aus, ob das funktioniert. Warte mal, hier drauf filmen. So, ja, der große Moment. Scheint ganz ordentlich zu funktionieren. Leise wie ein Staubsauger. Oh. Hier natürlich auch ein astreinen Monitor angeschlossen. Gute Zucker. Und ja, der gute Zucker. Der gute Zucker. High-End Mainboard, definitiv. Und natürlich auch die CPU, du weißt, was für eine CPU drauf ist, ne? Das ist die Zenchili Con Carne CPU hier drauf. Achso, ja, genau. Und die GTX 970 ist mit 1 GB DDR5. Jedenfalls muss ich sagen, es freut mich schon, dass das Ding gebootet ist, weil mir ist halt ein Schraubenzieher reingeflogen, ne? Aber ja, Hardware ist robust. Wissen wir alle. Muss man nicht vorsichtig sein. Das ist eine N2 PCI-Express. Ja, NVMe. NVME ist am Start. NVMe Rate, oder? Er ist auch hier eingebaut. Das ist eigentlich keine Grafikkarte, sondern es ist eine X16 NVMe RAID Karte. Ja, merkt man. Also es geht da hammerschnell von dann. Also wir haben jetzt hier schon mal ein bisschen einen Stresstest durchlaufen lassen. Und zwar den von CPU Set. Und wie lange läuft das jetzt ungefähr? Also mindestens 45 Minuten. Ja. Seit ungefähr einer Stunde haben wir das jetzt durchlaufen lassen. Und haben hier bedrohliche 67 Grad erreicht. Und dementsprechend ist es natürlich unausweichbar, dass wir hier die Bierwasserkühlung einbauen. Leute, wir sind hier auf ein kleines Problem gestoßen mit unserer Wasserkühlung, denn er hier hat es verbockt. Nee, wenn von den Fittings zu wenige, ja, wieso wir zu wenig zugeschickt bekommen haben, wissen wir nicht. Wir wissen bloß, dass es so ist. Und es ist auf eBay Kleinanzeigen gegangen, erstmal direkt geguckt, welche Wasserkühlungen in der Nähe verkauft.
Oh, und da gibt es einen, der zufälligerweise auch hier wohnt. Angeschrieben und wir können gleich vorbeikommen und uns 2 Stück abholen. Also der Hammer. So viel Glück müssen wir mal haben. Ja, richtig Glück gehabt, weil sonst haben wir uns überlegt, weil wir eben zu wenig Fittinge haben, dass wir einfach den Radiator hier nicht dran schrauben. Dann wäre es halt eine Wasserkühlung geworden. Ohne Kühlung. Passivwasserkühlung. So ist es. 5 minutes later. Komm, präsentier mal, was wir hier erbeutet haben gerade eben. Ja, eBay Kleinanzeigen hat geregelt, innerhalb von 10 Minuten oder so, eBay Kleinanzeigen jemand angeschrieben, fragt, ob wir es abholen können, noch in derselben Stadt, die 2 Fittings hier. Und zwar die Premium-Variante, ne? Muss man schauen, hier. Kabelbinder haben wir auch noch direkt dazu bekommen. Ja, sogar noch kostenlos Kabelbinder dazu, Mann. Der Oberhammer. Ja, aber das hier nennt sich Premium-Kabelmanagement, schaut euch das an. So Leute, dann schaut euch mal diesen wunderschönen PC an, den wir hier erschaffen haben. Natürlich mit der Bierwasserkühlung. Ohne Bier bisher, aber wir haben hier was Meisterhaftes vollbracht. Schaut euch das an, wie wunderschön. Ja, ich hätte gesagt, dann füllen wir das Ganze jetzt mal ein in diesen wunderschönen PC. So Leute, und das ist jetzt das Ergebnis des Ganzen. Schaut euch diese wunderschöne Bierwasserkühlung an. Schön das Ganze funktioniert und schäumt natürlich. Und warum haben wir das Ganze jetzt im Endeffekt gemacht? Weil Temperatur besser und weil lustig. Genau so ist es, ja. Und die Temperaturen, die sind tatsächlich besser. Wir haben jetzt, wie lange läuft das jetzt? Auch mindestens 4 Stunden. Ja, 4 Stunden. 4 Stunden ungefähr läuft jetzt hier schon wieder der Stresstest. Und wir haben maximal 52 Grad. Davor waren 67 Grad. Also, wir halten fest, im Namen der Wissenschaft, es lohnt sich auf jeden Fall, einen PC mit Bier zu kühlen. Einmal. Ja, warte. Was ist das? Oh, das hört sich gut an. Ja, moin. Soll ich ihn anmachen? Ja, Mann. Soll ich ihn anmachen? Ja. Ja? Mach ihn an. Eine Lüfter dreht. 2 Lüfter drehen sich nicht.